Guten Morgen. Ich bin wieder auf der Suche nach nützlichen Dingen für den Wohnmobilhaushalt und bin wieder bei Provario hängen geblieben, weil sie haben wieder sehr schöne neue Entwicklungen gemacht. Und die Yvonne wird uns jetzt mal einiges vorstellen und wir erklären, was Neues gibt. Hallo, also ganz neu ist die Lochenplatte. Die Stauleisen, die kennt ihr ja schon. Die haben wir jetzt auch in zwei unterschiedlichen Farbkombis. Aber wir fangen mal mit dem Altbekannten an. Ja. Das ist die grüne und anthrazitfarbene Variante. Dann gibt es die Noppenplatte. Die ist 33 x 33 cm. Kann man auch zuschneiden, wie man möchte. Da hat es auch alle 5 mm eine Perforation. Einfach mit dem Teppichmesser kräftig 3-4 Mal ran. Und dann Stück für Stück kann man es dann abbrechen. Unten gibt es so kleine Noppis, die passen wunderbar auf eine Anti-Rutschmatte, sodass es natürlich auch schön fest dann drin sitzt. Und zwar funktioniert es jetzt unterstützend mit den Stauleisten. Die kann man ja auch zuschneiden, ja, wie ihr wisst. Und einfach aufsetzen. Immer so, dass es in der Mitte passt. Hier einfach mal was zusammen und dann könnt ihr die Stauleisten ganz einfach aufsetzen. Also rutscht das dann bei uns, wir haben ja eure ja vor 3 Jahren oder 4 Jahren schon gekauft. Mhm. Bei uns rutscht das im Prinzip im Schubfach immer hin und her, also da ist mir kein Beschall. Also mit der Lockenplatte, finde ich, ist eine sehr gute Entwicklung. Das ist super. Das ist, und vor allem geht es auch relativ zügig, dass man die Sachen dann verstauen kann. Weil so sind wir ja begeistert von dem, aber das ist eben immer hin und her. Ja, und es rutscht halt unten nichts mehr weg. Ja. Genau. Sie können das Ganze, oder ihr könnt das Ganze in die Spülmaschine werfen, ist fest. Und wenn man dann mal so ein System gefunden hat, das alles dann praktisch fest steht, einfach mit einem Sekundenkleber das ein bisschen festmachen, dann kann man das ganze fertige System, was man sich zusammengebastelt hat, komplett in die Spülmaschine packen. Das ist ja auch ein Vorteil. Ja. Genau. Yvonne, dann habe ich ja auch noch so eine Staukiste gesehen bei dir oder bei euch. Genau. Das ist jetzt praktisch die hier. Das ist die Staubox. Die ist auch ganz neu im Programm. Und zwar ist es jetzt so gedacht, dass man einfach zu Hause schon mal in der Küche vorbereiten kann. Wo man die unterschiedlichen wie Gläser, Tassen, Gewürze schon mal vorbereitend einstauen kann, sich die Kiste schnappt und dann entweder in den Kofferraum oder unter den Sitz oder in die Schublade. Das ist dann je nach Größe kann man die dann da einpacken. Der große Vorteil von der Staubox ist jetzt, die könnt ihr kürzen. Aha, also könnte ich auch für meinen Schubfach schmaler machen. Genau. Hier ist eine Perforation, da ist die Länge 26 cm, dann ist die nächste Kürzbarkeit auf 30 cm und dann halt das komplette von 33. Das heißt, einfach hier dann aufmachen und hier dann einsetzen. Und es ist bei jeder Seitenwand möglich. Die ist auch sehr gut. Eine sehr gute Lösung mittlerweile. Die Grundplatte funktioniert genauso wie die Noppenplatte. Da steckt man auch die Stauleisten einfach drauf und ist auch kürzbar. Also da habt ihr dann auch die Perforationen. Müsst ein bisschen mehr Kraft aufwenden, weil es ist mehr Verstrebung drin, weil es muss ja halten, es geht ja bis zu 10 Kilo. Genau. Aber das kriegt man ganz problemlos, mit ein bisschen Kraft kriegt man das dann auch gut. Weil hier seht ihr, da ist es auf eine schmale Variante gekürzt. Und hier auf die 30 cm, so ein bisschen größer. Genau. Und der Vorteil ist halt auch, man kann stapeln. Man kann dann sogar 3-4 Mal aufeinander packen oder dann, wenn zu viel Höhe vorhanden ist, kann man die dann einpacken. Wir müssen uns entschuldigen für die Musik. Das ist hier in der Halle, können wir nicht beeinflussen. Ja.
So, und dann habe ich ja, das ist ja was Ideales für den, fürs Draußensitzen. Ein Tablett. Oh, da wird die Yvonne was dazu sagen. Genau, das ist unter Multitray-Ölen, weil viele haben ja das Problem mit essigen Ölen. Das klebt dann und verschmiert und da hat jetzt gibt es das neue Produkt. Da kann man dann die unterschiedlichen Flaschen dementsprechend einsetzen. Das ist auch mit den Noppen. Und ich zeige es mal hier unten, da geht es ein bisschen besser. Die Haltersysteme kann man verstellen. Da gibt es so Rastermöglichkeiten. Ja. Genau. Also kannst du dann, musst du es ist ein bisschen, genau, Kraft genau, ein bisschen Kraft, weil es soll ja auch heben, ja. Kann man dann den Durchmesser der Flasche dann anpassen. Weil hier oben hat man zum Beispiel eine ganz schmale Flasche. Das ist so total schmal und dann ist hier ein bisschen dicker. Hier hat man dann praktisch die ganz dicke Flasche. Da ist so viel Platz, dass man dann alles einstauen kann. Und die Gläser kann man dann gleich auch mit raus vors Wohnmobil nehmen. Genau, entweder man macht es mit Essigöl, wenn man einen Salat anmachen will, macht da Salz und Pfeffer rein, Salz, so dicker. Oder man geht mit Weinfläschchen oder Schnapsfläschchen zum Nachbarn, genau, ja. Und gibt einen dann aus. So, das wäre jetzt praktisch so die Neuigkeiten, die wir haben. Ja. Also ich bin schon mal, dass die Entwicklung weitergegangen ist, schon sehr beeindruckend. Ja. Weil wir nutzen das ja, wie schon gesagt, 4 Jahre. Ja, ja. Wir haben ja jetzt 3 Jahre kein Stuttgart gehabt und wir hatten es dann, ich glaube 18 oder 19 hatten wir es gekauft und gekauft gehabt. Und wir haben es überall. Ja. Aber das mit den Noppen ist jetzt doch eine Weiterentwicklung, die Ist es sehr begrüßend. Ja, es ist kinderleicht, die Stauleisten dann einzusetzen. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir. Danke auch. Ich wünsche noch ganz viel Spaß. Danke. Erfolg. Ja.